Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Vollmari Hobbygarten. Die Erntezeit ist der Höhepunkt der Gartensaison. Die Mühe und Liebe, die man in seine Pflanzen gesteckt hat, wird endlich belohnt. Doch manchmal läuft es leider nicht wie geplant und der Frust ist groß. Wie du solche Enttäuschungen vermeiden kannst, erfährst du heute bei mir. Die Lösung ist nämlich ganz einfach. Wahrscheinlich hast du schon häufiger von veredelten Pflanzen gehört. Ich erkläre euch heute, was Veredelung überhaupt bedeutet. Mit einer Veredelung vereint man die Vorteile von zwei Pflanzen in einer. Man nimmt eine Pflanze mit besonders tollen Früchten und setzt sie auf eine Pflanze, die besonders gut wächst und resistent gegen Krankheiten ist. Dafür werden die jungen Pflanzen am Stängel eingeschnitten und zusammengefügt. Anschließend wachsen sie zusammen und die Pflanze mit den Früchten nutzt die krankheitsresistente Pflanze als Wachstumsmotor. Veredelung ist nichts weiter als ein altbewährter Gärtnertrick und garantiert euch eine reichhaltige Ernte. Auch wenn sich das Prinzip der Veredelung einfach anhört, erfordert es in der Praxis sehr viel Erfahrung. Zum Glück sind bereits veredelte Pflanzen von uns im Gartenfachhandel oder Gärtnereien erhältlich. Zum Beispiel die Schokoladentomate Kakao, die mit ihren dunkelbraunen Früchten ein exotischer Blickfang ist. Oder die Jumbo-Paprika Aurelio, die riesige Früchte hervorbringt. Auch Nutzpflanzen, die in unseren Breiten eigentlich schwer anzubauen sind, bringen durch die Veredelung sichere Ernte ein. Wie die Mini-Wassermelone Mini Love. Kein Wunder, dass veredelte Gemüsepflanzen bei Hobbygärtnern immer beliebter werden. So gehört der Erntefrust endlich der Vergangenheit an. Eine riesige Auswahl unserer veredelten Pflanzen findet ihr auf unserer Website www.vollmari.com und hört auf den Gärtner in euch. Für weitere Gartentipps folge uns auf Facebook und abonniere unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.